gelesen, dass sie aus Weimar kommt. Mhm. Und ich dachte, aha, lustig, habe ich mal... Das wusstest du vorher nicht. Nee, habe ich gegoogelt und... Weimar. Oh, da wohne ich. Da wohne ich, ja. Eins, zwei, drei, vier. One, two, three, four. Eins, zwei, Polizei. Wollen wir das jetzt einfach eine Stunde lang machen und fertig ist der Podcast, oder? Ich denke auch. Ist jetzt das, wofür Leute Geld bezahlt haben? Ja. Ich ja. erinnere an deinen Stream. Ja. Genau das können wir machen. Fandst du das nicht gut, was ich in meinem Stream gemacht habe? Es war ein großer Spaß. Das ist ja alles. Die Leute schalten ein, weil Spaß. Massiver Mehrwert, ja. So, ne? Na, ich mache da kein Bildungsfernsehen. Ich bin ja auch nicht rundfunkfinanziert, ne? Dass ich hier irgendwie finanziert jetzt was Wertvolles. Nicht. Ja, eben. So ein Geben und nicht, nee, nicht geben und ein auch geben nicht und nehmen. Quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wir reden über die Geschichte von Nostra Tito TV. Ach so. Und, beziehungsweise, wie man sich so kennengelernt hat und so. Und über was darf ich jetzt nicht reden? Also, wir haben eine lange Liste von Sachen, die nicht angesprochen werden dürfen. Ja. Politik, Religion und das Albinos. Koalitionsverhalten von, nee, Kopulationsverhalten von Pflastersteinen. Ja. Und Tino darf nichts sagen, weil der war nicht dabei. Genau. Nee, der darf ja investigative Fragen stellen. Außerdem haben wir Tino auch irgendwann kennengelernt. Das kann ja auch alles damit rein. Und ich werde jetzt für euch quasi aus dem Off kommentieren und als jemand, der nicht Teil des Ganzen lange Zeit gewesen ist. Du bist ja Moderator quasi. Du kannst ja hier, du bist jetzt Markus Lanz. Wir beide reden quasi und du fällst uns immer ins Wort. Also wie alles, muss man sich das vorstellen? Also es beginnt bei der Frage, wie kommt man auf die Idee, YouTube-Videos zu machen? Ja, da musst du dich jetzt nicht extra in sein Mikrofon reinlehnen. Das geht auch ganz gut von deinem aus. Naja, aber dann klingt das so, als würde er das sagen. Ja, ich glaube nicht, dass das akustisch rüberkommt. Also erstmal herzlich willkommen zum Brennpunkt Hörerwunsch hier bei YouTube auf dem Kanal Brennpunkt Internet. Heute habe ich zwei starke Gäste eingeladen. Zu meiner Rechten Robin Nosterafu und links neben mir der Herodes Armloch. Jeglichen Wortwitz erspare ich mir an dieser Stelle. Ich halte das keine Stunde durch. Ich auch nicht. Kauf mir mit Eis. Also erstmal danke natürlich an die 20 Euro, die da rübergewachsen sind. Ich habe den Namen gar nicht aufgeschrieben, weil es im Stream war. Fuck. Ich kann es natürlich auch nochmal überprüfen. Vielen Dank, Dings. Ich überprüfe das auf PayPal und dann sage ich den Namen. Ich musste lachen, wir haben einen Herr Dings auf Arbeit. Sagst du dann mal, hier, Herr Dings. Schwimmer, da hat er das schon tausendmal gehört. Namenswitze sind nie gut. Scheiße. Ja. Vor allem, wenn du da von dem erzählen willst, irgendwie, ja, ich habe letztens hier Dings kennengelernt. Ja, wen denn? Herr Dings. Wie heißt denn der jetzt? Ja, so ähnlich habe ich das ja mit meinem Passwort versucht beim WLAN, aber es funktioniert nicht so gut. Es hat nur bei Markus funktioniert, weil Markus halt Markus ist. Ne? Was genau jetzt? Na, wie heißt dein WLAN-Passwort? Frag nicht so blöde. Wie heißt das? Sag mal jetzt. Frag nicht so blöde. Wie heißt das? Sag jetzt mal wirklich, ich muss hier mal rein so. Aha. Ich dachte auch erst irgendwie, dass ich das wissen müsste, aber ich... Ja, aber es hat nur bei Markus wirklich gut funktioniert. Naja, jetzt kennt ihr alle sein WLAN-Passwort. Ja, hackt euch rein. Früher hießen wir rebellische Amish-Familie, jetzt heißen wir nicht mehr so, von daher. Sehr, sehr schade. Ja. Also, so, liebe Leute. Es geht um die Geschichte von Nostra Tito TV. Die beginnt in der Vergangenheit. Neun? Wie lange ist es her? Neun wird es gewesen sein, oder? Wäre eigentlich auch ganz witzig, erzähl du mal. Ja, ich wollte euch Herodes sagen. Herodes kam erst, glaube ich, 2010, nee, 11, glaube ich, dazu. Na, es gab schon diesen neuen Ninja, es gab diesen neuen Trommelspieler. Und Alter, halt übelst viele Skate-Videos. Also Skate-Videos, wie du actually skatest und halt von Skate im Spiel übelst viele Videos. Mhm. Und ich war damals auch, wie alt war ich denn da? 15, 16 Jahre. Und auch relativ YouTube-vernarrt. Ich habe diese ganze Laufbahn von Waititi richtig verfolgt damals, noch als ich halt in dem Alter war. Und man will ja dann das auch irgendwann mal selber machen, aber man hat nicht das Selbstvertrauen. Und da kam dann irgendwann hier, kennst du eigentlich noch aus deiner Familie den Robin? Damals warst du noch mein Cousin. Ja. Ich habe dich immer mal so in der Stadt auf dem Skateboard gesehen, du immer ignoriert, weil du so cool warst mit deinen Haaren damals noch. Also, ja, damals hatte ich noch. Nee, aber wenn ich skate, ignoriere ich alle. Dann muss ich eher nach Polizei Ausschau halten. Mhm. Ja. Das letzte Mal, was ich gesehen habe, war auf deiner Jugendweihe oder so. Also, war echt total der Kontakt auseinander. Und dann kam irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, und hat dann so ein paar Videos gezeigt. Und hier, der machte solche Videos. Und ich glaube, das allererste, was ich gesehen habe, war wirklich dieser Trommelrusse, der da irgendwelchen Leuten hinterherrennt. Das war noch richtig stumpf.
Alexander war's. Danke, Alexander. Na, der Trommelrussi hieß Alexander. Nee, der Kollege, der diesen Podcast hier gekauft hat. Danke, genau. Alexander. Und da wart ihr irgendwie wirklich bei 3500 Abonnenten, ne? Da dachte ich, boah, krass, großer YouTube-Kanal. Halten bis 1. Nee, warte, komm. Und da warst du irgendwie viel mit Kalle und ja, so drin war Daniel noch gar nicht. Du warst eigentlich größtenteils Kalle und du, ne? Naja, am Anfang war es ja tatsächlich Nils und Kalle. Okay. So. Und dann hieß es dann irgendwann, da hat Anna noch in dieser kleinen Kellerbuchte gewohnt, ja, der Robin, ich habe den irgendwie mal im Club gesehen, der kommt heute mit Kalle mich besuchen, so. Ich so, wow, boah, ey, da musst du jetzt musst du wirken, wenn du die Chance jetzt verpasst. Nee, Quatsch, anders, du hattest sie ja schon besucht einmal und da war ich nicht da. Und da habe ich dann aber. Zu Weihnachten, glaube ich, sogar irgendwie. Da habe ich dann, da sollte sie dir sagen, dass ich dich abonniert habe. Und da meinte sie dann zu mir, ja, der hat gesagt, ganz, ganz vielen Dank und wunderbar und wundertoll und super geil und so. Damals war Abonnent von dir noch was Besonderes. Ja. Einer von 12 ungefähr, ja. Und dann irgendwann war ich auch da und dann kamst du irgendwie mit Kalle. Und du kamst so rein und ich ehrfürchtig und du hast irgendwie ein ganz, ja, so der Witz war, glaube ich, so, ich muss dir jetzt wohl mal die Hand geben. das war dein Einstiegsgag. Alter, Comedian. Total geil. Ich so, ey, der kann so spontan sein. Nee. Ich habe natürlich ehrfürchtig die Fresse gehalten und dann halt war irgendwie Kalle da und der hat dich von der Seite immer so beraten, mir so voll, ja, wir können es auch so machen, wir können jetzt entweder hauen wir jetzt den Trailer raus oder wir hypen bis 7,5 und wenn wir dann den Trailer raushauen, dann sind wir sehr schnell bei 10 und bla und dann müssen wir noch hypen bis dahin oder wir hypen erst dann. Ich so, was ist denn dieses Hypen? Ich weiß nicht, ob da heute im Tagesverlauf rauskommen wird, was Hypen ist. Ja, also damals hat man auf jeden Fall auch ein bisschen Rücksicht genommen, so mit, also das war ja auch gerade. Wir hatten dieses Eisfishing-Video gemacht und da kam von YouTube die Anfrage, yo, du könntest monetarisieren. Mhm. So, und das war der Punkt, wo es dann für uns tatsächlich relevant war, Alter, da kann man ja jetzt doch hier machen, sollten wir vielleicht mal gucken, das machen jetzt gerade alle so. Und da hat sich aber irgendwie, dachte man, okay, wir haben jetzt nicht so viele Aufrufe, dass sich das irgendwie krass lohnt und so. Und da wollen wir, bevor wir das machen, noch ein paar Abonnenten sammeln, so. Genau. Da haben wir ein paar Leuten Bescheid gesagt, hier. Quasi hypen. Ja, genau. Ich durfte dann irgendwann mithypen, lass mich verraten, wie das geht. Er fühlte meine Hand langsam an seinen Unterschenkel. Ja. Ah, ich wusste gar nicht, dass ich da sowas fühlen kann. Genau. Gibt's, musste ich mal gucken, sowas. Okay, egal. Und dann irgendwann waren wir dann, weiß ich nicht, Trampolinspringen oder so. Dann habe ich zum ersten Mal so diese Kamera gesehen, mit der alles gefilmt wurde. Da habt ihr so klein so, war damals. Ja, und ich so, Alter, das ist so ein richtig professionell. Was hatte ich für einen Knochen? Ja, was erklärst den Leuten mal? Weil du die Form ist ja eigentlich das Geile bei dem Ding. Die Form? Ja, na, dass du aufklappst, so seitlich, das ist ja so ein fucking Transformer. Ja, da ist ja ich nichts, hatte so ein Camcorder. Da ist ja nichts stromlinienförmig. Ah? Exakt, also das Ding war für den Arsch. Kennt ihr sicherlich auch aus diversesten Videos. Und dann diese Robin-Kamera, da war das so dieses eine Video, wo irgendwie ein Pinker springt das Hausdach runter und der andere macht da irgendwie so einen Flip an der Wand. Ja. Und hast da so gezeigt, oh, das kommt bald, wird bald hochgeladen und so. Und da habe ich dich dann irgendwann getraut zu fragen, was kommt als nächstes für ein Video. Und hast gesagt, ja, undeutschlich. Und das kam auch erst ein Jahr später. Damals wie heute. Und dann irgendwann habe ich dann mich getraut, weil was ist das? Das ist ja gar nicht die Anfang der Geschichte. So, ich fange ja irgendwie 4000 Abonnenten an. Na, ist egal. Ja, das kann ich dann noch nachtragen machen. Habe ich dann getraut zu fragen, ob ich vielleicht mal mithelfen kann oder so. Ich kann auch ganz nur die Kamera machen. Und so, naja, mal gucken. Und mal gucken. Und irgendwann hieß es dann hier, was war denn das? Das erste war das Pokémon-Video. Nee, das allererste war das Pokémon, auf die Kamera machen. Alkohol. Ach so, bei Alkohol, ja, stimmt, ja. Da durfte ich ein paar Mal draufhalten, da habe ich dann so irgendwie so voll schlecht. Wo soll ich mich jetzt verstecken? Hilf mir mal. Ja, versteck dich in dem Schild. Aber seh mich doch alle und bla. Und es war nicht mal ein Prank in dem Sinne. Es hätte mich halt auch jeder sehen können, ohne Probleme, ne? Also, wir haben das Pokémon-Intro, habe ich ja. Das Pokémon-Intro auf Alkohol umgeschrieben. Mhm. Das habe ich ja letztes Jahr nochmal neu gemacht, quasi, weil die Qualität einfach ranzig war und so. Und das haben wir 2011 schon mal gemacht. Tino, um dich einzubinden. Ich kenne die neue Version. Da sind wir als Alkoholiker durch die Stadt gezogen. Da wollte ich halt auch möglichst viele so. Da war Robert dabei zum Beispiel und Nico Stern und so.
War das nicht zu dem Pokémon Go Hype? Nee, das war viel früher. Das war 2011. Nein, die zweite Version meine ich. Die neue, die du gemacht hast. Nee, das war auch da. War. Ich mache Hypes immer, wenn sie vorbei sind. Okay. Ja. Genau. Ja, da durfte ich zum ersten Mal mitfilmen. Und das zweite Mal, wo ich dann auch wirklich, ich das natürlich schon all meinen Leuten in der Schule gezeigt. Und dann gab es dann irgendwann tatsächlich dieses Tischtennis-Video, genau, ne, wo, ja, wo einfach nur der Aufhänger war, wir spielen Tischtennis, aber halt auf Tischen, wo gerade Leute essen. Ja. So. Tisch-Table-Tennis. Table-Tennis-Table. Ja. Ist ein Wort. Und dann durfte ich da tatsächlich mal die Kamera halten und... Du warst der Schiedsrichter oder so. Ich durfte dieses... die Autos so stoppen, genau. Ja. Und da hast du dann gesagt, ja, beim ersten stand ich nur so vor dem Auto davor. Und er so, ja, komm, wir machen ein bisschen mehr Schiedsrichter, so ein bisschen in die Knie gehen und so weiter. Und da hatte ich gerade zum ersten Mal meine Haare kurz. Ne? Das war unmöglich, hatte übelste Beatwolle dran. Ne? Ach, das war... Aber das war kurz, nachdem ich meine richtig langen Haare abgeschnitten hatte. Ne? Ja. Ja. Badehose angezogen, viel zu lange Socken. Und ich muss es mal dir vordemonstrieren. Das erste Mal stand ich halt so vorm Auto und hab nur so mit der Pfeife und hab nur so irgendwie gewinkt, dass die halt auf der Motorhaube Tischtennis spielen konnten. Und er so, ja, das ist nicht locker, du musst ein bisschen wieder Schiedsrichter so ein bisschen gucken. Und beim zweiten Mal ist es dann hierin resultieren. Ich stehe halt so vorm Auto. Ja, und dann wurde es halt hochgeladen und ich hatte gleich in meiner Schule und so, ah, guck mal hier, dies und jenes und rumgeschickt im Schüler-VZ. Stimmt. Ich weiß doch, du hast mir mal irgendwann im Schüler-VZ auf die Pinnwand was geschrieben, so von wegen, hier stimmt man im Contest ab und so weiter. Das habe ich dir auch ewig vorgehalten, dass du sowas gemacht hast. Da brauchten wir halt jeden, den wir erreichen können. Also ja, das war auf jeden Fall so eine Zeit, wo wir, wie gesagt, Monetarisierung. Und es war ein Contest von Remiga, ja, der natürlich damals schon so ein großes Ding war. Der ist ja jetzt heute auch nicht mehr so krass. War das dieser Contest, wo da was schief lief von einem bestimmten Punktestandsbeeinflussungsprogramm? Ja. Ja. Nee, da können wir von mir aus drüber sprechen, das ist mir egal. Also, ich fand es eigentlich beeindruckend, so, weil ich überhaupt nicht in dem IT-Ding drin bin. Und wir haben halt bei einem Contest mitgemacht von Rebiga, ja. Wir hatten mit Abstand das geilste Video, habe ich einfach objektiv bewerten können. Das war das mit dem Zombie. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Am Fahrstuhl, so, ja. Genau. Wenn ich aus dem Fahrstuhl rauskomme, so als Zombie, ja, komm raus, hab hier überall Blut in so einem Anzug und so ein Typ mit so einem Sack Orangen, so ein Asiate steht davor. Doch, das kenn und ich, rennt ja, weg. Ja. Und es war halt mega geil und die Konkurrenz war halt einfach scheiße. Aber ja, es war einer dabei, der vielleicht auch irgendwie Fake gemacht hat oder keine Ahnung, der hatte übelst viele positive Bewertungen gesammelt. So. Mhm. Und da habe ich einen Freund gesagt, hier, wir haben da so ein Problem. Und er so 2 Stunden später hat er ein fertiges Programm, der über verschiedene Browser einfach darauf zugreift, ja, und ganz viele Votes macht. So. Und das hab ich, da habe ich dann quasi Tag und Nacht mein PC laufen gehabt, ja, weil das irgendwie trotzdem nur ein Vote in einer halben Minute ging, weil es ja trotzdem reell sein musste, also die Seite musste irgendwie aufgerufen werden, irgendwie sowas. Habe ich die ganze Zeit meinen Computer angehabt mit 3 verschiedenen Browsern, ja. Habe ich noch extra Opera runtergeladen damals und so. Und da hatten wir dann mit Abstand die meisten Votes, aber irgendwie wurde das dann rausgekickt, weil es gab die Vermutung, dass da was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Weil es verdächtig war, ja. Aber der andere Typ, der ist halt nicht rausgeflogen und der hat das garantiert auch in der Richtung irgendwas gemacht. Das war halt scheiße. Er hat es halt nicht übertrieben. Ich glaube, er hätte nur so ein bisschen mehr machen müssen. Vielleicht. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nichts Krasses bei rausgekommen. So, auf jeden Fall haben wir so eine richtig schöne Erzählstruktur wie irgendwie Pulp Fiction oder so. Wir fangen einfach mittendrin an. So. Ja. Und dann können wir vielleicht nochmal auf die Wurzeln zurückkommen. Ja, ich würde jetzt auch ganz, ganz kurz die Endcard reinschneiden. Ja. Sehr gut. Nee, also. Der Gag ist recycelt von meinem eigenen Special mit David Hein auf meinem Kanal. Stimmt, ja. Mit Featuring jemand Berühmtes, ne? Genau. Ja. Ja, eigentlich haben wir uns ja zuerst kennengelernt. Ich hätte jetzt aufgerollt, wie haben wir uns denn alle kennengelernt? Aber das bist du ja zuerst. Im Grunde habe ich dich bei deiner Geburt kennengelernt. Uff. Na nicht. Also ich war nicht anwesend. Ich hoffe, ich bin nicht der Vater. Bei meiner Familienkonstellation könnte das vielleicht doch noch sein. Ich hoffe das auch. Und ich würde dir Kindergeld bezahlen. Ich habe es zwar nicht, aber... Das ist Unterhalt, nicht Kindergeld. Kindergeld ist vom Staat. Okay, kenne mich da nicht aus. Ist nicht meine Welt. Er ist der Staat. Ja, also, ne, du bist ja in unsere Familie reingeboren, glücklich wie du bist. Größter Fehler. Dann hat man sich halt viel gesehen. Ich weiß nicht, wie alt du warst. Ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so 10, denke ich, als die Familien irgendwie so ein bisschen auseinandergetriftet sind. Genau, unsere Eltern, jeweiligen Eltern, hatten ja viel miteinander zu... Also meine Mutti mit deinen... Eltern... Damals noch Fadi, also genau, weil ja ursprünglich ist ja von meiner Mutti der Typ, der mich gemacht hat, der Bruder ist ja quasi sein Vater. Ja. So ja, die Theorie damals. Und darüber kannten die sich noch. Und hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir waren jetzt im Urlaub, wir haben viel uns gegenseitig besucht. Wir waren übelst oft bei der Ostsee. Ich glaube sogar mehrfach im Jahr teilweise. Also einmal im Jahr auf jeden Fall. Ja.
Ich weiß halt nicht, du warst noch sehr jung damals. Ja, Fian Ostsee, das war ja auch noch, das war sehr großartig. Ja. Viel gemacht. Das war dieser Urlaub, dieser eine Urlaub, wo du, du warst schon damals so, wo Anna und du mir erzählt haben, dass es damals einen ganz, ganz lieben Mann gab und der hatte so ganz, ganz, die, nicht ganz so lieb, aber auch ziemlich liebe Gefolgsleute. Die Gefolgsleute hießen Nazis und der Mann hieß Hitler und der Hitler war der liebste von allen. Und ich renne natürlich zu meiner Mutter hin. Das wüsste ich gar nicht. Und erzähl er das, ne? Und die total, Peter gerade, also mein Bruder gerade übelst so auf dem Punk-Trip, ne? Total getiltet. Hat der erstmal übelst einen Anschiss gekriegt in diesem komischen Ferienhauszimmer da. Geil, das wüsste ich gar nicht mehr. Ja, ich war so, ey, geil, sowas gab's mal. Die waren total nett und alles. Und das war total geil gewesen sein. Und der eine, der netteste, der war ja super nett. Ich glaube, ich bin ja auch an das ganze Thema mit Hitler rangeführt worden, dass er nämlich dann im Endeffekt doch gar nicht so nett war. Aber im aber Endeffekt, immer für einen Endeffekt Joke zu haben ist. Dies. Ist mir nur gerade so eingefallen, weil, ja. Witzig. Ja, so habe ich damals auch deine Schwester kennengelernt. Beziehungsweise sie mich bei meiner Geburt mehr oder weniger, weil sie ein bisschen älter ist. Damals Ostern 1992. Und ich weiß noch, mit ihr habe ich auf jeden Fall auch an der Ostsee so nackte Frauen aus Sand gebaut. Mhm. Also da ging auch schon komischer Scheiß ab. Mhm. So. Und ja, dann irgendwann haben sich die Familien so ein bisschen auseinandergewirtschaftet. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ich habe das auch alt, ich habe es nie wirklich verstanden, woran das jetzt lag. Also. Ich konnte es auch nicht so ganz rekonstruieren. Es gab auf jeden Fall irgendwie Meinungsverschiedenheiten. So. Mhm. Man hat sich irgendwie nie wirklich gehatet, aber man hat sich halt einfach nicht mehr gesehen, keine Ahnung. Ja, und dann 2011 oder 10. Es 2010 ja habe ich auf jeden Fall, 2010 war ich zu Weihnachten bei Anna im Keller das erste Mal wieder mit Rebecca und Kalle so. Und dann kurz danach haben wir uns auf jeden Fall wieder gesehen. Das ist geil. Also elf. Dein Vater kam ja auch irgendwann auf uns zu, von wegen, ich habe mal Kontakte durchgesucht, da haben wir viel mehr mit dem gemacht, ne? Ja. Und jo, ja, als sich meine Eltern dann getrennt hatten, so. Genau. Ja, hat er deiner Mutter schöne Augen gemacht. Nee, so war es nicht. So war es halt basically nicht. Aber die haben sich ja wieder mehr getroffen auf jeden Fall. Ja. Aber das war auf jeden Fall nicht so. Und dann war ich damals, war ich ja noch so ein kleiner, unsicherer, dicker, kleiner Junge. Nee, da war ich gerade nicht mehr dick. Ich habe dich nie dick gesehen. Dann, ich glaube auch, dass du nie wirklich dick warst. Oder? Ja, und dann habe ich dadurch halt angefangen, mich so Sachen zu trauen und dieses Weltbild von, hatte ich schon früher immer so dieses Weltbild von, was juckt mich, was alle denken. Ja. Aber dadurch, dass du halt immer Anscheiße kriegst, wenn du halt was machst, was daneben ist, habe ich mich dann doch nicht mehr getraut. Und dann habe ich so ein bisschen auch das Vorbildfunktion gesehen, so dieses, hey, ich mache jetzt mal doch Quatsch, weil ich bin ich und so ein Scheiß. Und so ein Scheiß. Ja, am Anfang war ich aber auch noch so ein bisschen, ne, ich weiß noch, wo wir halt dieses, was dich umbringen macht, härter so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum, auch parodieren wollten sogar oder so, wo du dir so ein Styropor an die Brust gehalten hast. Und das kam auch irgendwie, und kam das jemals online? Wo das irgendwo drin ist, das, ich glaube bei Ask auch drin oder so. Ich glaube in Ask ist das drin. Da wollte ich eigentlich dich ungern wirklich treten. So. Bei Kalle hätte ich zum Beispiel kein Problem gehabt, sage ich mal. Ich habe dann irgendwann gesagt, behandle mich bitte wie Kalle. Ja. Weil ich schon gemerkt habe, dass mich immer noch so ein bisschen, weil Anna sonst schimpft, so ein bisschen wie ein weicher Schwamm. Nee, wie sagt man? Wie ein rohes Ei. Wie ein weicher Schwamm. Rohes Ei wandelt hast. Ja. War schön. So, ja, Tino. Das war's. Ich höre gerade sehr gespannt zu. Okay. Vielleicht hast du ja eine Frage oder so, ja? Ich würde dich jetzt hier nicht ausschließen. Ach nein, ich finde das eigentlich recht interessant, okay. weil ich habe ja dich auch kennengelernt in dieser Nosferatu-Gang. Du warst ja auch bei der Millionärswahl, ne? Und da habe ich euch zum ersten Mal gesehen. Und da habe ich dann gelesen, dass ihr aus Weimar kommt. Mhm. Und ich dachte, aha, lustig, habe ich mal. Das wusstest du vorher nicht. Nee, habe ich gegoogelt und. Weimar. Oh, da wohne ich. Da wohne ich ja. Und habe euch dann abonniert, oder euch abonniert, den Kanal. Und echt lustigerweise bist du mir bei Facebook da vorgeschlagen worden, unten als Mensch, den du kennen könntest. Und da habe ich dich hinzugefügt. Ich wusste gar nicht, was ich anfangen soll mit dir. Ich dachte, na komm, ich kenne dich aus dem Fernsehen, den fügst du mal hinzu. Er kommt aus Weimar. Und ich habe dich auch auf der Straße manchmal gesehen. Ich wusste, dass du existierst. So. Also ich habe das verbinden können, okay? Irgendwas ist da. So, man weiß ja auch, wer da so rumspringt. Das ist schon die kleine Flamme in dir entfacht. Es war eine Clue. Das kleine Licht. Und ich weiß noch, dann habe ich dir irgendwann mal geschrieben, da war ich noch ganz bläugig, ich war neu in der Partei und ich wusste nicht, wofür ihr so steht. Und ich habe euch dann gefragt, oder dich gefragt, weil du ja Filme machst oder weil du ja filmst und eine Kamera hattest, ob du für die Partei einen Spot drehen könntest, ob du uns da aushilfst, so ein bisschen technisch. Da hast du noch dann geantwortet, glaube ich, dass das eine coole Idee ist, aber ich hasse er wollte dich erst eher so raushalten als politischen Themen.
Und das war dann so eine, in die Richtung ging die Aussage. Also ich habe vielen abgesagt mit der Aussage, ich will hier in Weimar nicht wirklich was machen, um hier Bekanntheit zu bekommen, weil das störend ist. Es war wirklich, weil euch politisch raushalten. Hast du in eine andere Ausrede gesucht? Genau. So eine Pussy. Ja, nee, fand ich aber also auch, Katze, fand ich auch in Ordnung. Und dann war es halt immer in meinem Freundesdings drin. So irgendwie aber das haben wir auf Facebook geschrieben. Weil dann müsste ja, das Facebook, ja jetzt noch da sein. Ich kann ja mal gucken. Das wäre echt witzig. Und dann so richtig Connection hatten, ich weiß nicht, erst kam, war das ja durch Frühlingserwachen, durch Jendrik und so. Und so, Dino, aber du bist einer der Leute, die ich wahrscheinlich irgendwann mal irgendwie zwischen Tür und Angel und plötzlich kannte ich dich dann. Also es gibt auch nicht dieses eine Kennenlernen, was ich jetzt im Kopf habe. Da war ich ja zuerst Franz und Jendrik kannte und Johannes so. Und dann warst du auch manchmal mit denen so am Theaterplatz so in verschiedenen Konstellationen. Und da hast du dann auch gelegentlich mal Hallo gesagt. Es ist halt wirklich da. Achtung. Ja, lies mal vor. Wie Tino auf mich zukam. Ja, 8. Februar 2014 um 18.48 Uhr. Hey, cool, dass du annimmst. Mein Kumpel hat mir euren Kanal neulich gezeigt. Ich bin Vorsitzender der Partei... Das war gelogen, ich hab euch im Fernsehen gesehen. ...der Partei Weimar und wir planen ein cooles Filmprojekt im Sommer. Ihr scheint coole Ideen und Möglichkeiten zu haben, vielleicht habt ihr ja Bock. Falls ihr die Partei nicht kennt, hier wird alles in 1,5 Minuten erklärt. Das war am 8. Februar. 5 Tage später, 13. Februar, kommt von Tino, kein Bock zu antworten. Echt krass, weiß ich gar nicht mehr. Ich antworte ganz kurz, was für ein Filmprojekt. Ist das großartig? Was bin ich für ein Assi? Aber immerhin habe ich allen geschrieben. Eine Art Kurzfilm, nicht länger als 10 Minuten. Die Idee ist noch nicht ganz neu und wir sammeln derzeit noch Ideen. Soll einfach was Witziges sein und unsere junge Generation ein bisschen Politik näher bringen, da die Wahlbeteiligung ja immer mehr zurückgeht. Haben wir doch geregelt, die Wahlbeteiligung steigt doch wieder. Danke AfD. Aber keine Sorge, das geht nicht unbedingt um Parteienwerbung. Hast sicher gemerkt, dass die Partei eher Satire ist. Da habe ich am selben Tag noch zurückgeschrieben. Jo, klingt ganz cool, aber wir passen. Haben nicht so Lust, Weimar intern große Projekte zu machen. Echt? Siehst du? Erinnerung. So, und dann kam von dir noch, naja, so groß wird's auch nicht. Wir ringen hier sehr nach Aufmerksamkeit in der Stadt. Okay, schade. So. 2 Jahre später frage ich dich, ja Moinsen, du meinst, du hast Kostüme. Ja. Nicht Kostüme, aber Plüschtiere von Gengar und Togepi. das war dann die Zeit von, Pokémon Go. Völlig falsche Erinnerungen tatsächlich irgendwie. Ich habe noch nie vor politischer Aktivität habe ich mich noch nie gescheucht. Ich dachte, ihr wollt euch nicht politisch jetzt irgendwie in eine Richtung irgendwie drängen so und was ich verstanden hätte. Aber okay, nehme ich zurück. Gut. Genau, da kam jedenfalls an, deswegen ging aber es kam ja erst viel später. Ja. Ihr wollt ja, es ging ja noch zwischen euch weiter und es war ja die Geschichte. Ja, aber auch so eine Sache. Leute aus der Vergangenheit, hättet ihr wenige Anfragen an Robin und mehr an mich gesendet, die wären alle durchgegangen. Es ist einfach so. Ich hab da ja ihr wärt in einem geilen Videospielesong erwähnt worden oder gefeatured. Das stimmt. Aber du hast ja immerhin jetzt auch hier von der Fanpage, die scheiße ist, weil Facebook ist eh am Sterben, aber egal. Facebook ist tot. Ja, ist ja de facto eigentlich schon. Es zuckt noch. Es zuckt noch, genau. Ja. Das sind aber nur die Nervenstränge. Ja, wenn du so einen Stock im Bauch reinpiekst, dann macht es noch. Aber das war's. Ja, auf jeden Fall, Herr Rodes hat Zugang zu dem Postfach bei Nosferatu TV. What? Ja. Wir haben noch ein Postfach? Nicht Postfach, ein haptisches, sondern auf der Facebook-Fanpage. Ein haptisches. Nein, kein. Also ja, haben wir eigentlich auch noch. Der Schlüssel passt noch. Und eigentlich heißt es, ich soll einmal die Woche das lernen, aber da kommt ja nichts rein. Ja, also ja, habe ich auch. Keine Ahnung. M.B. schickt jede Woche was Gezeichnetes. Ach so. Ja, damals. Ne, immer noch. Hä? Na klar. Nein. Ich frage mich jede Woche, warum ich da mich nicht so freue. Nein, hör auf. M.B. ist ein großes Fangirl gewesen damals. Ach, das ist sie immer noch. Okay. Jetzt kann es noch nicht mehr so zeigen. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das mal geklärt, wie wir drei uns so kennengelernt haben. Dann hole ich vielleicht noch mal kurz länger aus oder weiter hinten, wie das eigentlich angefangen hat. Ich finde, wir können diese Geschichte gar nicht ohne M.B. erzählen. Okay. Es geht aber erst bei dem Millionärsfall los. Okay. Ja, mach mal. Von mir aus. Du kannst ja Marie nennen. Wen? Marie. Kenn ich nicht. Gott, ja, es gab halt bei ProSieben diese komische Castingshow, ne? So eine Art Castingshow. Können wir erstmal das Vorspiel machen? Pulp Fiction geht auch los mit der Eröffnungsszene im Café. Ja, die spielt chronologisch nicht ganz vorne. So. Aber mittendrin kommt dann halt schon eine Szene, die ganz vorne spielt. Die würde ich jetzt einspielen. Okay, reden Sie mittendrin über Pulp Fiction. Ja. Und so machen wir das jetzt auch. Also, ich bin in die 5. Klasse gekommen, eigentlich früher noch. Nils habe ich kennengelernt in der Grundschule. Nils ist die Person von meinen Homies, der am Ostdeutschsten spricht. Schwer zu sagen, sag das mal.
Ostdeutschsten. Und sprichst. Am Ostdeutschsten sprichst. Am Ostdeutschsten sprichst. Okay. Egal. Geiler Typ auf jeden Fall. Mit dem damals schon Scheiße gebaut. In der 5. Klasse bin ich dann in dieselbe Klasse wie Daniel gekommen. Der spielt auch nicht so eine große Rolle. Und in der 7. Klasse dann habe ich bei einer Projektwoche Kalle kennengelernt. Da haben wir Capoeira gemacht. Da habe ich mich natürlich bei dem wieder eingeschrieben, wo ich am wenigsten Aufwand habe. Einfach in jeden Tag eine Stunde in die Schule, Capoeira machen, wieder heim. Und da bei Hans-Peter, nee, wie heißt er? Fuck. Jochen, Jan, ach, keine Ahnung. Wir haben immer gesagt, man achte auf die Wurst. Der hat auch immer so ganz enge Hosen an. Der hat der Penis dann so. Ist egal. Da habe ich dann Kalle kennengelernt. Der war eine Klasse unter mir. Noch ein ganz kleiner Bub, ja. Und hat mich dann angesprochen, ey, fährst du nicht Skateboard? So, dann habe ich gesagt, klar, fahren wir mal zusammen Skateboard. Dann hat sich das so ergeben. War öfter da. Das war auch in der Zeit, Alter. Er hat damals mit 13 schon seine ganzen Gerber-Punks in seine Wohnung zu Hause eingeladen, als der Vater nicht da war. Richtige Abfuckparty gemacht mit 13 und so. Dieser Lebensstil, der holt ihn irgendwann ein. Auf jeden Fall haben wir dann erst geskatet und nach hat sich das dann so entwickelt, dass wir auch abends immer mal weg sind und Scheiße gebaut haben, ne? Auch mit Nils dann. Und irgendwann musste ich für meine Seminararbeit, den Teil habe ich auch im letzten Brennpunkt-Hörerwunsch schon ein bisschen ausgeführt, könnt ihr auch nochmal reinhören, musste ich eine Kamera besorgen, denn es galt, ein Video zu erstellen für meine Seminararbeit, wie ich Skateboard fahre. Dann hatten wir eine Videokamera, haben Scheiße gebaut, dann dachten wir uns, naja, wenn wir schon Scheiße bauen, dann können wir es ja auch filmen. Und dann hat es halt angefangen, dass wir, das hat ja Herr Rote schon gesagt, ich habe für mich privat auf YouTube einfach nur Skate-Videos gemacht, habe ich auch schon erzählt. Die erste 1 Million Klicks habe ich durch Skate-Videos und so geholt. Und dann nach und nach kamen halt die Real-Life-Videos dazu, wie wir einfach abends Scheiße bauen oder mit Nils halt, der dann frisch 18 geworden ist, mit dem Auto rumfahren, uns hinten dranhängen und so. Ganz entspannte Sachen. Und das allererste war dann, eigentlich ist das mittlerweile verjährt. Wenn ich jetzt, das ist genau 10 Jahre her, ich habe das Kostüm mittlerweile ersessen. Hier könnt ihr das jetzt hören, okay, von mir aus. Das Kostüm, diese Priesterrobe, war geklaut. Ich würde natürlich sonst nie Sachen klauen. Tatsächlich nicht von der Kirche, von einer anderen Einrichtung. Also die werde ich jetzt. Geklaut von der Kirche, aber die Kirche hat es geklaut. Ja, und ich habe es dann von der neuen Einrichtung wieder zurückgeklaut. Wir haben das weggeklaut. Jetzt hat es auch gerade die Kirche, oder? Ja, genau. Die Priesterrobe, die jetzt beim Vatikan verschmort. Kam ursprünglich wahrscheinlich mal aus einer Kirche. Ich habe sie aber aus einer anderen Einrichtung rausgeklaut. Hätte ich das nicht gemacht, ja, damals, wäre vielleicht alles nicht so gekommen. Weil diese Robe hat mich dann inspiriert, hey, ins Altersheim gehen, als der Tod verkleidet. Hey, dieselbe Robe kann ich verwenden, um mich als Ninja zu verkleiden. Das waren die ersten beiden Videos, die im heutigen Stile so Public Prank bla. Ja, hätte ich die nicht geklaut, wäre das alles nicht passiert. Das heißt, der ganze und deswegen Clown zahlt sich auf. Erfolg baut auf Kriminalität auf. Ja. Ist so. Ich habe wirklich, ich habe auch mal ein Fahrrad geklaut, so, aber sonst war ich eigentlich, also Diebstahl finde ich jetzt auch nicht so unterhaltsam. Du hast auch mal eine Hupe geklaut. Ich habe, die Geschichte können wir nicht auspacken, Alter. Okay, kurzer Sidequest-Strang in unserer Pulp Fiction hier. Wir sind mal nach Erfurt gefahren mit einem Fahrrad. Mit einem geklauten Zug. Genau. Nee, wir sind, warst du da dabei? Nee, du hast die Geschichte nur gehört. Ich kenne die Geschichte, die hast du mir nach Jena erzählt. Genau. Und wir waren irgendwie zu viert unterwegs, jeder hatte ein Fahrrad. Kann auch sein, dass da ein geklautes dabei war. Ich mach's heute nicht mehr, ich verurteile das. Klauen ist nicht cool. Ja, in der Jugend baut man Scheiße und ist auch gut so. So, ja, sich die Stoßzähne abdämpfen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war da ein kleines Kind und das hatte eine übelst geile Hupe am Fahrrad, ja. Und ich sag so, ey, kann ich die Hupe haben? Nee, ich will die behalten. Ich habe auch 5 Euro, ich gebe dir Geld dafür. Nee, ich will die behalten. Ja, und das spielt halt aus so einem Kindergarten in Niederzimmern aus dem scheiß Dorf, ne? Komm, ey, ich brauche die Hupe am Fahrrad, Mann, die ist übelst geil. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt mein Fahrrad so aufgemotzt, übelst geile Sachen ran, so. Nee, ich will die behalten. Und ja, ne, jugendlicher Asozialer, das Kind dreht sich um. Ich nehme die Hupe, versuche die so abzuschrauben, es geht nicht. Und die ist so Plastik so und es macht einen übelst lauten Knack. Die ganze Hupe platzt von diesem Fahrrad ab. Ich renne schnell weg auf mein Fahrrad, fahr los und höre das Kind nur hinter mir schreien, meine Hupe! Das war so mies, Alter. Kann ich nur verurteilen. War natürlich in dem Moment irgendwie doch ein bisschen witzig, aber... Das hätte ich mich zu der Story nicht schon leer gelacht, wenn wir es jetzt tun. Die ist großartig.
Letztendlich habe ich die Hupe dann bei der MTV Campus Invasion 2008 auf die Bühne geworfen bei Jennifer Rostock. Und der Kollege Keyboarder. Gegen die Hupen von Jennifer Rostock. Ja, genau. Der Keyboarder hat die dann genommen, hat gehupt und wieder weggeschmissen in die Crowd. Geil. War ganz witzig. Hey, das ist beste Lifestyle, beste Lebensgeschichte, eine Hupe von einem kleinen Kind. Also, ja, eben. Mehr geht nicht. Ja, und wenn die Hupe jetzt gefunden wird, sind von dem Joe von Jennifer Rostock die Fingerabdrücke dran. Nein, jetzt kommt die Kehrtwende. Dieses Kind war der Keyboarder von Jennifer Rostock. Nee, das haut nicht ganz hin in der Timeline. Das kriegt nicht mehr Tarantino zurechtgebogen. Ja, das war auf jeden Fall die Sidequest. Zurück. Wir haben angefangen, Scheiße zu bauen. Wie gesagt, am Anfang mit Nils. Der ist dann aber immer mehr ins Berufsleben eingestiegen, relativ früh, ne? Und hatte dann weniger Zeit und gab dann auch den einen oder anderen Konflikt, nicht wirklich, aber ja, man hat sich halt so ein bisschen, also ich nicht, aber Kalle und er ein bisschen auseinandergelacht. Was war da? Ja, also ein Kumpel von Nils hat halt wahrscheinlich irgendwo mal einen Laptop geklaut. So. Mhm. Und es kann auch sein, dass Nils das wusste, das ist bis heute nicht ganz klar. Aber wahrscheinlich wusste er es eher nicht. Ach so, und Kalle fand es daneben einfach nur, oder? Ja, es war halt der Laptop von seiner Freundin. Ach so. So. Oder damals. Also genau weiß ich es auch nicht, war auch nicht dabei. Auf jeden Fall, es ist auch nie irgendwie bewiesen, dass der Laptop geklaut ist, aber es ist sehr offensichtlich, dass er das war so. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht Karma, aber Kalle hat, soweit ich weiß, nicht so viel geklaut wie wir oder überhaupt nichts eigentlich, wüsste ich jetzt nicht. Wir haben ja auch nicht viel geklaut, Mann. Einmal ein Fahrrad und die scheiß Hupe, jetzt lasst mich in Ruhe. Was hatte ich vorhin noch gesagt? Die Priesterrobe, scheiße. Ja, wir waren früher ein bisschen asozial. Gut. Priesterrobe. Haben aber hast du eigentlich diese kleinen Bildchen, diese Pixelarts von Mario her? Pixelarts von diese Mario? Diese Pappe, aus Pappe von Peach und Mario, diese Pixelarts. Wo ich die her habe? Ja. Wie? Na, die bei dir in der Wohnung stehen. Auch geklaut? Ach so. Wo hast du die her? Da waren wir auf einer Retro-Party. Das ist doch auch schon wieder 2016 gewesen. Waren das deine? Deine Pappen? Nein. Hast du die da hingebracht und hast du die nur da weggenommen? Ich habe die da mitgenommen. Hast du die da vorher gefragt? Nee, aber es sah aus, als wäre an die Müll gewesen. Ausgeliehen bis heute. Ey, weißt du, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Wenn Leute unter Alkoholeinfluss irgendwo was mitgehen lassen, ist es lol, lol, lol. Ja? Aber wenn Leute nüchtern das machen, ist es auf einmal kriminell. Nee, ich finde es nicht lol, wenn Leute irgendwelche Leitplanken rausziehen auf die Straße schmeißen. Das finde ich auch nicht lol. Das habe ich auch vorurteilt. Ist das jetzt ein lustiger Streit oder hat er da Geld dafür ausgegeben, dass wir jetzt hier uns freuen? Was ist denn das für eine Scheiße? Der große Streit-Podcast hier im Kleptoman-TV. Das fand ich auch nicht cool. Also Leitplanken rausruppen finde ich auch uncool. Aber irgendwelche Pappen, die kein Mensch mehr braucht, mitnehmen für Deko in der Wohnung ist schon witzig. Und wie viel Mühe da wohl drin steckt? Schubsen. Da steckt nicht so viel Mühe drin. Weißt du's? Das ist einfach nur du hast ja nie eine gebaut, du hast die einfach so mit dir zu Hause hingestellt. Du bist ein Assi. Ja, und dann hat sich das nach und nach so entwickelt, dass wir das regelmäßig gemacht haben. Und geklaut. Genug. Und es hat einen großen Spaß gemacht, so. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so viel in die Richtung hier Ninja und so gemacht, bevor Herr Rodes kam. Also relativ früh warst du da. Wir haben ja wirklich am Anfang dieses Eisfishing-Tutorial und so und eher so einen Scheiß gebaut. Einfach, ne, im Winter von Autos sich ziehen lassen, da hinten dranhängen auf einem Snowboard und so, also ein selbstgebautes Snowboard. Nur so einen Shit gemacht. Also was ja jeder eigentlich macht, nur dass wir eine Kamera drauf gehalten haben. Ist das da hinten der witzige Fotograf, der uns immer beobachtet? Nee. Nee, ist er, glaube ich, nicht. Grüße an Manfred an dieser Stelle. Manni. Der fotografiert uns immer, wenn wir durch die Stadt gehen und irgendwas filmen wollen. Besser als wenn er kleine Kinder fotografiert. Der hat, das passt ja hier eigentlich auch hin, das ist ganz gruselig. Der hat das erste Mal uns verfolgt, letztes Jahr oder so. Ich glaube, da warst du halt auch dabei. Ich weiß nicht mehr, welches Video, vielleicht sogar Table 1 oder sowas. Du weißt, von wem ich rede. Ich weiß, von wem. Der Fotograf, so. Und der schickt mir dann auf Facebook das Bild. Vor 3 Monaten irgendwie das aktuellste Bild, was er von uns gemacht hat, hat in so einer Stadt halt getroffen, wo du auch dabei warst. Hm. Vor 2 Monaten, keine Ahnung. So, schickt mir das. Und ich sehe jetzt beim Hochscrollen, der hat mir vor 5 Jahren auch schon mal ein Foto geschickt, wo ich beim How-to-Drink-Tutorial auf dem Herderplatz liege und das Wasser ins Gesicht kriege. Stimmt, da stand der auch schon daneben. Da stand der auch und ich habe das überhaupt nicht gerafft. Alter. Das war so ein Flash, dass der auf einmal so ein 5 Jahre altes Bild in diesem Chat war, das ich noch nie gesehen hatte. Ja, geiler Typ. Er ist auch ein Teil des Ganzen. Ja. Und was war denn das Erste? Ja, schon dann, na, 2014 war das. 2013 war der große Skandal. Weißt du, das ist ja auch, das ist wirklich mehr als ausgelutscht, ne? Großer Sexismus-Skandal mit Giga und so. Und am Ende dieses Jahres habe ich mich dann beworben. Du hast alles übersprungen schon wieder. Was denn? Ja, mach du. Soll ich? Du ja. Doch.
Wir haben noch die, das Troll-Video, das erste. Ja, das war die ganze Zeit, wo ich in Irland war, ne? Wo dann auch dieses Spaghetti-Spaghetti-Marinelli-Video von der. Ja, von der, wir haben natürlich viele EM Videos gemacht in der Zeit. Wir haben viele Videos gemacht in der Zeit. Vergiss das mal. Irgendwann waren Rob und Anna dann auch zusammen. Hast du auch nicht erzählt? Ja, na, das war ja gleich danach. Also, ich war Weihnachten da und Anfang, nee, Mitte April sind wir zusammengekommen. Mitte April 2011. So, das war ja relativ zeitnah, also da, wo wir uns dann auch wieder gesehen hatten. Ich finde, die Server-Games kommen immer noch besser als die 13er. Die Server-Games? Die 12er, 2012, die erste. Die Games kommen? Mhm. Echt? Wo wir dann noch ins obere Stockwerk sind. Ja. Ja, ja, und diesen einen Maniac, sonst was, wie der auch immer heißt. Sehr mit den bunten Haaren, den wir da in diesen Schminkwagen umgeschmissen hatten. Der hat dann einen einzigen blauen Fleck hier. Ja. Kennst du den? Ihr seid doch vernetzt alle in eurer Szene da. In welcher Szene? Na, diese, die auf Männer stehen. Ja. Gibt es so 5 bis 6 in Deutschland. Ja. Wir machen mal so ein Treffen, so bundesweit, ja. Nee, ja, Maniac, der ist halt jetzt wirklich irgendwie gerade, der macht da halt sehr viel, der hat da sehr viel irgendwie Aktivismus. Maniac Mind hieß der früher, jetzt heißt er, glaube ich, nur noch Maniac. War ganz witzig. Da waren wir das erste Mal, 2012 das erste Mal auf der Gamescom. Haben noch im Auto gepennt, richtig geil. Stimmt. Eine Nacht irgendwie bei diesem Pisse-Parkhaus, wo du neulich auch mal wieder warst. Genau, da war ich, da wollte ich, wieder Cola kaufen, das ist in Köln nicht so einfach. Das heißt, ich musste eine Stunde in Richtung Norden laufen, nach Nippes, und mir dort in so einem übelsten Großhandel, der wirklich so groß wie sonst hier kein Großhandel ist. So Metro wahrscheinlich. Mäßig, genau, aber nur Getränke. Und da ist in diesem ganzen fucking Großhandel eine einzige Stapel Kisten mit Vita-Cola. Das ist richtig traurig. Aber das war es wert, garantiert. Und auf dem Rückweg bin ich dann so ein bisschen, und da habe ich dann diese Ecke entdeckt, wo wir das Auto geparkt hatten, genau, und dann war gepennt. Nicht bei der Lanxess Arena, sondern auf der anderen Seite vom Fluss ist auch nochmal so eine Kumpel-Ding. Von diesem komischen Fluss, den man da manchmal sieht, ja. Du bist hässlich. Ich weiß halt nicht, wie diese andere Arena heißt, aber da daneben ist ein Parkhaus. Das ist eine Oper, das ist die Music-Scheißdreck. Kann sein, die Music-Scheißdreck. Ja, kann gut sein. Da ist ein Parkhaus, da haben wir neben geparkt. Wie haben wir das denn gemacht, Alter? Wir sind abends da angekommen, oder? Hm. Haben dann da übernachtet und sind dann dahin, oder? Nee. Am nächsten Tag zur Gamescom. Wir sind im Hellen angekommen. Es gibt ein Foto, wo wir schon den Rhein so langlaufen. Wir sind ganz früh. Stimmt, wir sind ganz, ganz früh losgefahren in Weimar. Da kam Kalle noch aus dem Loch. Stimmt. Ich war völlig fertig, dass das Video so losgeht. Ja. Ich hab so viel gesoffen. Ich war im Brunnen baden irgendwie. Ich musste er musste sich umziehen, hat seine Sachen ausgezogen, dieselben Sachen wieder angezogen. Ja. Hey, warte mal, ich muss kurz überlegen. War das der gleiche Tag, wo Kalle mich... Wir haben Kalle auch mal da beim Loch abgeholt. Also Loch war eine sehr abgefuckte WG. Da haben wir ihn abgeholt und er hat irgendwie kam an, hat Buh gemacht und ich stand so im Auto und hab so und ihm ins Gesicht geschlagen. War das auch das? Nee, das weiß ich nicht mehr. Okay, aber da haben wir ihn auf jeden Fall genau an der gleichen Stelle abgeholt für irgendeinen Trip. Aber es war immer so, ich immer so 5 Minuten früher schon an den Hauseingang gestanden, weil ich sonst Angst hatte, dass ihr mich nicht mitnehmt und dann Kalle kommt nicht raus, Kalle kommt mal 15 Minuten nicht raus, Kalle anrufen, klingeln, nichts geht, nach halben Stunde kommt er dann raus wie so ein übelster Zombie, verzögert alles übelst. Ja, hatte glaube ich auch durchgemacht oder so, ja, ich habe im Brunnen gebadet. Genau, 20. genau. Und dann hat er dann gepennt, ne? Und dann auf der Hälfte der Fahrt ist dann so übelst abgegangen. Ja. Dann kam auch diese eine Szene, wo er den Superman macht, das ist tausendmal recycelt wurde. Großartig, sag ich euch. Ja, stimmt, also wir sind wahrscheinlich früh um 6 oder so aus Weimar losgefahren, sind dann da irgendwie, was weiß ich, um 11 angekommen oder so und sind dann direkt zur Gamescom. Ultra ranzig. Nee, wir sind noch kurz durch die Stadt. Da hatte ich noch das Assassin-Kostüm an, Alter. Das war ja das. Das war das, wo du den Dom ein bisschen hochgeklettert hast. Genau, bin ich den Dom hochgeklettert und das war dann auf 9Gags, war richtig krass. Damals ja 9Gag auch nochmal kleiner und so. Und das ging ja richtig ab. Halt, da hat jemand ein Foto gemacht, der nicht von uns war, wie ich den Dom hochklettere und keine Ahnung, 1000 Likes, was weiß ich, es ging richtig ab. Oder die Views, ich glaube, die Fotos haben ja auch Views, hat auf jeden Fall übelst viele gehabt. Und danach sind wir zur Gamescom, ja. Dann waren wir halt da, ein Video könnt ihr euch angucken, bla bla. Und abends haben wir dann in einem Auto gepennt, weil wir nicht zurückfahren wollten demnach. Ich weiß gar nicht mehr, was wir am Abend gemacht haben. Wir waren noch bei der Homeparty. Die haben uns angeboten, da schlafen zu können, vor den Klos. Direkt eine Straße weiter. Wir sind auch einfach in irgendeine Wohnung rein, ne? Genau. Wo Musik rauskam, ey. Genau. Und stimmt. Da wurde uns angeboten, da schlafen zu können, neben den Pissklos halt, aber die ganze Zeit mit lauter Musik. Ja. Da haben wir gedacht, naja, schlafen wir doch lieber im Auto. Es ging so eine Treppe runter, da war so vor dem, genau, so ein Räumchen vor dem Klo. Da hätten wir unter die Treppe gekonnt, waren dauernd Leute vorbeilaufen, ich erinnere mich. Er hat, nee, wir gehen doch ins Auto. Aber wir waren da ja trotzdem noch immerhin, also. Aber es ist so freundlich, im Auto zu schlafen. Ja, schon. Zu viert oder so. Es war zu viert. Ja. Ja. Ähnlich haben wir es dann in Paris auch noch gemacht, ne? Am nächsten Tag waren wir kurz auf der Messe und sind dann... Du bist übelst weit vom Mikrofon weg.
Dafür hast du 20 gezahlt. Da waren wir dann auf der Messe, aber sind wir direkt hoch in die Videodesk gegangen. Und da war ich so richtig hyped, weil ich da, der erste, den ich gesehen habe, war das Mirko. Ich habe mich so gefreut. Wir haben aber auch noch Fresh Talker gesehen, einen Tag vorher in Köln. Cold Mirror war auch da und so. Nee, Fresh Talker haben wir aber in Köln gesehen. Der hast du als Assassin angegriffen. Da war ich auch total hyped. Ich sag gerade Fresh Talker lang, so alter, wow. So, inzwischen passiert das so jeden Tag einfach. Aber da war ich so voll aufgeregt, so war das wirklich und so. Und lass mal gucken, nie im Leben war der das und bla. Boah, ich finde den auch so. Der hat 15.000 Abonnenten auch, ne? Ich finde den so unwitzig, Alter. Der ist halt auch heute noch ultra beliebt, aber ich finde, der macht halt okay, macht Humor, aber halt für 12-Jährige. Ja, ist halt seine Zielgruppe letztendlich. Ja, natürlich, aber irgendwie, weiß ich nicht, seine Zielgruppe ist ja mitgewachsen. Die feiern den immer noch und ich kann darüber nicht lachen. Das ist halt so, ich bin Sandra, ich spreche wie ein Mädchen und das ist irgendwie ganz unangenehm. Es war damals lustig, diese Sandra-Figur, weil sie ja wirklich so immer mit diese Webcam-Girls da, weil er die so parodiert hat mit diesen Blumenketten und Sonnenbrillen. Das war schon witzig damals, aber die Figur hat sich völlig überspielt, finde ich. Meine Meinung. Ja, auf jeden Fall, ursprünglich wollten wir darauf hinaus, ich habe in dieses Parkhaus reingemacht, reingepisst. Ja? Ja. Neben dem wir gepennt haben. Da waren überall Kameras. Und das habe ich ein paar Jahre später dann nochmal gemacht, weil ich wusste, da ist eine vertrauliche Quelle. Es war echt hart. Ich war irgendwie am Dom und habe ein Klo gesucht, wofür ich nicht bezahlen muss. Und musste halt übel zwei laufen, da war nichts. Und ich bin das Klo, da ist so ein einer Typ, der sagt immer, oh, muss nichts zahlen. Ja, rein. Weiß ich ja nicht, ich wohne da nicht. Ich komm, du mit deinen Insights hier. Ja, vor allem, das haben wir vor 1,5 Jahren rausgefunden. Ja, kann ja sein. Auf jeden Fall war ich dann später nochmal, weil ich wusste, okay, hier geht's. So. Ja. In Prag warst du leider nicht mit. Alter, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Pass auf, folgendermaßen. Wir waren in Prag, ne? Es war auch danach. Ich habe da aktuell gerade, haben wir das letzte Mal besprochen, im Hörerwunsch, habe ich bei der Jugendherberge gearbeitet. Ja, ja. Und der Trip war übers Wochenende und Montag war Tag der Deutschen Einheit. Ich hätte arbeiten müssen, aber habe natürlich als Ausrede genommen, was? Tag der Deutschen Einheit? Da muss doch keiner arbeiten. Ich bin 18, ich habe keine Feiertag. Ahnung. Ja, so. Hätte aber arbeiten müssen, so. Komme ich auch gleich zu. Wir sind nach Prag gefahren, haben da schöne Tage gehabt, haben bei einem Fan, bei einem Zuschauer, ich mag ja Fan nicht so, bei einem Zuschauer gewohnt, der Krzysztof, Quatschi, richtig geiler Typ, ja. Hat uns einfach bei sich pennen lassen, richtig geil, macht eine Roomtour mit uns, als wir abends ankommen, sagt so, yo, hier wohne ich, hier ist die Küche so, war die Spüle einfach unten durchgerostet. Also wenn du die angemacht hast, tropft die einfach auf den Boden. Richtig geil. Ja, und hier wohnt mein Mitbewohner, macht die Tür auf. Die bumsen da drin gerade. So. Und so, oh ey, sorry, bla bla bla, so irgendwas auf, ne? Und hinterher dann so, ja, ist okay, ja, das passiert hier öfter und so. War ganz witzig. Und haben dann unseren Scheiß gemacht, sind dann zurückgefahren. Und haben auf der Rückfahrt gemerkt, der Tank wird knapp. Ja? Also ich hab gemerkt, dass ihr den noch im Kofferraum habt, die beiden. Nein, aber er wird noch später relevant. Das sind öfter, ja. Deswegen habe ich ihn erwähnt. Also Video könnt ihr euch angucken, Public Prank Compilation Prag. Auf der Rückfahrt haben wir gemerkt, der Tank wird knapp. Da sind wir tatsächlich im Windschatten von den Autos gefahren, um möglichst lange den Sprit auszukosten. Und sind, glaube ich, genau 110 gefahren, weil da wohl der Verbrauch am geringsten ist oder so. Und sind wirklich in den letzten Zuckungen an der, das war das Elektroauto damals, an der Elektrotank, Gasauto, ja. Das Gasauto, sind in den letzten Zuckungen an der einzigen Gashaltestelle in der Gegend in Dresden angekommen und die hatte vor 5 Minuten zugemacht. So, und deswegen haben wir es nicht zurück nach Weimar geschafft. Deswegen konnte ich am nächsten Tag nicht auf Arbeit erscheinen. Da stand meine Entscheidung auch noch nicht, dass ich mich entlassen lassen will. Und da haben wir dann auch im Auto gepennt über Nacht. Anna und ich haben im Auto gepennt und Daniel und Kalle haben die Nacht noch durchgefeiert, weil es einfach zu ranzig war, da im Auto zu schlafen. So. Und am nächsten Morgen konnten wir dann halt tanken, sind weitergefahren. Vor 3 Tagen, aus dem Nichts, 8 Jahre später, schreibt mich Krzysztof Kotschi an. Geil. Und sagt, yo buddy, I'm in Berlin now, what's up? Und jetzt stellt sich raus, höchstwahrscheinlich kommt er auch zu meinem Geburtstag nächste Woche. Das ist geil. Das ist so fucking so, ich habe nie wieder mit ihm geschrieben, ja. Also richtig geiler Typ, ja. Und Spaß, also wäre der hier in Weimar, hätte ich den auf jeden Fall öfter getroffen. Mhm. Nie wieder was gehört und jetzt auch mit einem anderen Profil schreibt er mich an, ey, do you remember, bla bla, Krzysztof, Krzysztof. Übel geil. 8 Jahre später, da habe ich mich richtig gefreut, ey. Ja, mal gucken, ob er es schafft. Wann genau in der Story wurden jetzt die Bumser nochmal relevant? Nicht die Bumser, das war Achso. Einfach nur witzig, aber Krzysztof wurde nochmal relevant. Ich hab's zugehört. Ah. Schon gefreut. Mach dich jetzt näher an den Peppes daran. Ja, mach ich doch. Okay. Ich habe mich sehr gefreut, wo mich dein Bekannter angesprochen hat auf der Straße. Ich war eigentlich voll schlecht gelaunt. Jakob.
Ja, weil der Dreh so scheiße war und ich bin dann so zum Bahnhof gehechtet, weil ich noch zu einer Probe musste. Und dann kommt mir so ein Pärchen entgegen und der eine so, ey, Entschuldigung, den Podcast finde ich voll cool. Und ich dachte erst, ah, oh, ja. Süß. Nice. Dann meinte er, ja, wir sehen uns auf Robins Geburtstag. Ah, okay. Nice. Dann dachte ich wieder, oh, ich glaube, ich kenne ihn, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja, ist ein guter Mann, der hat Schuhgröße 55 oder so. Aber kennen wir uns? Also habe ich mal gesehen. Also wenn du bei Silvester dabei warst, dann ja, aber ich glaube, da warst du nicht. Silvester war ich im Theater. Ja. Ja, weil du scheiße bist. Ja. Oh, Schickimicki-Feier im Theater, genau so wie Julia, ey. Oh Gott, Da gehe ich nur hin, weil ich da echt viele kenne und zweitens, weil ich da kein Böllern ausgesetzt bin und Raketen und so. Wärst du bei uns auch nicht gewesen, weißt du? Wer weiß das? Na gut, wir haben jetzt ein Viertel erzählt, wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Gut. Naja, aber es ist auch jetzt der Brennpunkt Hörerwunsch, der wird ja nicht ausgestrahlt. Das heißt, da kann ja auch länger gehen. Und wir haben bis 17:30 haben wir gebucht. Ja, aber meine Mutter wartet. Ach so. Nee, wir können schon noch ein paar Minuten überziehen. Wir waren dann noch in Paris. Bevor nämlich Notre Dame gebrannt hat, durften wir es noch sehen. Ja? Ich habe nicht genau hingeguckt. Ich habe ein verwackeltes Foto gemacht. Selber schuld. Ja, mit einer Digicam, nicht mal mit dem Handy damals. Wie fandest du denn Paris? Das war doch dein erster Trip ohne Schule, oder? Wie ohne Schule? Naja, du hattest ja sehr viele Waldorf-Trips, wo du dann irgendwo Holz hacken musstest, oder? Ich war auch schon mal im Urlaub, aber... Vorher, ja, im Urlaub, gut, an der Ostsee mit der Familie, aber ich meine so irgendwie... Städtetrip. Ich war auch schon in Berlin, aber Ausland auf jeden Fall. Der erste ohne Schule, kann man so sagen. Das war ziemlich gut. Ich habe sehr unter der Ernährung gelitten. Wir haben ja fast nur Baguette gegessen. Baguette und Feta-Käse. Immer abwechselnd abgebissen. Furchtbar. Und wir hatten ja dieser Couchsurfer, oder? Ja, das war ein zu richtig geiler Typ. Zu wie viel? Zu 14? Ja. Ja, also Couchsurfing, das allererste Mal Couchsurfing gemacht. Kalle hat das gemanagt in dem Fall. Und es war ein Pole, der aber in Frankreich, also in Paris wohnt. Und er hat gesagt, Kapazitäten der Wohnung sind 4. Wir waren genau 4, hat genau gepasst so. Mhm. Zack, zugesagt. Hinterher hat sich rausgestellt, er hat einfach allen zugesagt. Oh. So. Und der Typ war aber so geil drauf, dass der einfach sagt, ja, meine Wohnung ist mir nichts wert. Ich habe hier meinen Laptop, hier mein Fahrrad, ist Fahrradkurier. Hm. Das ist alles, was ich brauche. Den Rest lasse ich hier. Und ja, wir sehen uns morgen, ich schlafe bei einer Freundin. 14 oh, nice. Leute in seiner Wohnung, er selber war nicht da. Ja. Richtig geil. Erzähl du. Ja, wir haben uns dann drauf geeinigt, dass 2 im Auto pennen und 2 in der Wohnung, weil sonst hätte es einfach physikalisch nicht gepasst. Ich glaube, es lag sogar die zweite Nacht einer im Eingang. Wir konnten die eine Eingangstür nicht schließen. Ja. Der Flur war auch belegt, es war richtig gut. Und man hat schon sehr unter den hygienischen und nahrungstechnischen Umständen, man hat es gemerkt, aber es war trotzdem irgendwie geil. Es war so dieses Pissrennen wie beim Festival so ein bisschen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und ja, eigentlich sind wir ja durch die ganze Stadt gestorcht. Ich so ein bisschen als Anhang und da haben wir Schabernack getrieben, ja auch Videos und so weiter gemacht. Alter, ich musste damals noch, das haben wir beide erlebt. Die beiden, die einen Führerschein hatten, waren nicht da. Stimmt, und wir da beide, war einer eingeparkt. Wir hatten das Auto geparkt. Wir waren übelst lange durch Paris gefahren. Alter, das haben wir noch ganz vergessen. Wir hatten ja wieder das Gasauto und sind über Belgien gefahren. Müssen einen übelsten Umweg fahren. Weil es wirklich in ganz Frankreich gab es zu dem Zeitpunkt nur 13 so Gasstationen. Mhm. Und da sind wir halt über Belgien so und hätten wir dann von Belgien, nee, wäre in Belgien die Gastankstelle irgendwie kaputt gewesen, hätten wir da nicht weggekommen. Also es hätte nicht gereicht für zurück und auch nicht vorwärts nach Paris so. Ja. Die war zum Glück da, sind aber weitergefahren und dann auf halber Strecke irgendwie beim, als wir dann, was nicht, Zoll, ist das Zoll? Nee, was mal? Maut. Als wir bei der Maut waren, Anfang Paris irgendwie, hat dann auf einmal das Auto angefangen, komische Geräusche zu machen. So, und dann hat es auf einmal angefangen, wenn man vom Gas gegangen ist, dass es einfach ausgegangen ist. So. Ja. Wir fahren mit diesem verkackten Auto in Paris Stau. Rein, in den Stau, in so einem 10-spurigen Kreisverkehr. Oh nein, fahren wir rein. Der Kreisverkehr, und war noch eine Ampel drin. Und das Auto geht aus, wenn du vom Gas gehst. Das musst du dir mal überlegen, ja. Und wir müssen halt da irgendwie in diesem Kreisverkehr dürfen, nicht vom Gas. Ja. Wenn wir runtersteigen, halten wir an, der hinter uns fährt uns drauf. Ja. Großartig. Hat natürlich die ganze Zeit geile Mucke an. Haben so ein bisschen übertüncht, dass es gerade irgendwie schon eine extreme Erfahrung ist. Und haben uns dann so quer durch Paris erstmal zu so einer komischen, speziellen, du brauchst ja auch eine super spezielle Tankstelle damals. Gasautos hatten jetzt auch nicht jeder. Und da haben wir uns dann hingewunden, die haben irgendwas gemacht. Die hatte dann auch so ein Pass, wo so 1111 vorging, die Schranke nicht hoch, irgend sowas. Genau. Ne? Und das Auto wurde dann gerade wieder repariert, aber mit dem Wissen, ja, dass das Auto quasi so halb tot ist, stehen wir im Parkverbot, die anderen beiden, die einen Führerschein haben, sind weg und ich muss dieses fucking Auto fahren, ja. Sag mal, hatte das Automatik, weißt du das? Ich glaube, ja. Gut, weil sonst wüsste ich nicht, wie du da weggekommen bist, als noch nie Auto gefahren hast. Danach bin ich echt oft Auto gefahren, aber bis zu dem Zeitpunkt nie, ja. Und er hält die Kamera drauf. Ich weiß gar nicht, ob das auf Nostra Forts müsste eigentlich sein, oder? Der Clip wurde nie... Echt? Mm-mm. Fuck, der muss irgendwo sein.
Vielleicht finde ich den noch auf einer alten Festplatte mit Paris oder so, weil das ist ja schon wunderbar. Witzig. So, ich sitze in dem Auto übelst verzweifelt. Ich so, ja, ich mach das Auto weg. Er hat halt übelst Stress gemacht auch, ne? Und Französisch geredet. Und ich so, ja, ich mach das schon, ey. Immer so vor und zurück geruttert. Ich würde, bist du auch irgendwie im Bocciacan runter genau, und du hättest auch nicht eingelegt oder so. Dass du nicht fahren kannst? Nee, er wusste es nicht. Er hat halt übelst Druck gemacht, dass er hier raus will und dass wir hier falsch stehen und so. Ja, im Endeffekt hat es irgendwie funktioniert. Und war gut. Dann haben wir da gepennt. Genau die zweite Nacht habe ich mit Kalle draußen gepennt. Irgendwie haben wir auch, da sind noch rumgezogen, haben noch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war am nächsten Morgen da auf dem Auto irgend so ein Burger drauf. Ein Burger war da drauf? Ja, und da haben wir halt irgendwie einen Burger auf das Auto geklatscht. Oder war das ein Fremder? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir den Burger auf unser eigenes Auto geklatscht? Da weiß ich nicht. Also da gab es auf jeden Fall einen Konflikt. Es gibt ein Foto, es gab ja ein Foto, wo wir das Auto in der Tiefgarage hatten. Ja. Und aus Angst, dass wir beklaut werden, haben wir so eine Decke drüber gelegt über unsere Wertsachen mit so umgekrempelten Schlüpfern und Zahnbürsten oben drauf. Ja. Habe ich hier irgendwo das Foto davon. Ja, das mache ich auch im Bad heutzutage noch. Das ist einfach gut. Nee, aber auf jeden Fall gab es da schon einen Konflikt. Da haben wir irgendwie drüber geredet, ja, warum ist denn jetzt hier, ich glaube, Daniel war da angefressen, warum habt ihr denn jetzt hier irgendwie einen Burger auf das Auto geworfen oder so. Ich glaube, es war vielleicht doch ein Fremder. Ja, das war halt der Setup für den Gag, der danach folgte. Wir so diskutieren und auf einmal, also wir fahren weiter. Ich weiß es gar nicht, du musst mir helfen, was es für ein Gegenstand war. Wir fahren weiter, auf einmal hat neben uns so auf halber Strecke, wieder im Kreisverkehr, hat so ein Franzose neben uns, hier. Und Kalle hatte, glaube ich, sein Handy auf dem Dach liegen lassen. Während wir über diesen Burger auf dem Dach geredet haben, hat er sein Handy draufgelegt. Wir sind losgefahren und das Handy lag da noch drauf. Oh. Ich glaube, es war das Handy. Vielleicht war es auch was anderes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Kann ich nicht genau sagen, aber okay. Sag mir was die Story. Ja. So. Und, ja, dann sind wir aus Paris relativ heile wiedergekommen. Dann sind wir noch über Stuttgart gefahren. Aber auf der Rückfahrt, ich weiß nicht, was da war. Wir sind ja dann neben dem Auto voll mit gewissen Leuten. Deine Lieblingsgeschichte. Also wir hatten ein, weiß ich nicht, glaube ich, initiiertes Lied laufen. Möglich. Na. Ja, ist möglich. Kontinent für gewisse Tiere. Anderer Kontinent für Weiße. Ja, wir haben ironisch... Auf dem Index stehende Musik. Wenn man es ironisch macht, ist es erlaubt. Ja, genau. Es war halt witzig. Da sagt der Gesetzgeber was anderes, aber. Ja. Und auch diese Tat ist verjährt. Wir fahren an so einem Van vorbei, wo so irgendwie gefühlt eine siebenköpfige Familie dunkelhäutiger Leute sitzt. Das war auf der Hinfahrt noch. Echt? Das war auf der Hinfahrt. Egal, na, auf der Rückfahrt war das andere. Wir hatten auch beide, wir haben die nicht blöd gemacht. Wir haben so getanzt, ja. Und die so miteinander haben uns entdeckt und haben komm, so miteinander getanzt. Selbst du, ja, unangenehm Linker, versteht den Witz dahinter. Wenn du irgendwie rechtsradikale Musik hörst, witzigerweise, ja, und neben dir fährt ein Auto vorbei, wo halt Leute drin sitzen, die in dem Song gerade Thema sind. Dass das eine gewisse Spur von Humor beinhaltet, verstehst du, oder? Ja, haben die auch nicht, also nicht blöd, die haben sich danach nicht schlechter gefühlt. Ja. Die Pointe ist nur die, wir haben so ein bisschen mit denen getanzt und die haben halt abgedämpft. Also, Daniel, folgt dem Auto. Und dann irgendwann, Moment, wir müssen hier abfahren. Nein. Oh, scheiße, die biegen da ab. Und Kalle so, ja, aber wir müssen da auch ab. Dann mussten wir also über drei Spuren noch rüberziehen. Das war nämlich das Ding. Genau, das war dann ja genau wirklich so, wir die ganze Zeit nur auf die konzentriert, wir müssen jetzt hier die Abfahrt nehmen. Wir mussten wirklich so... quasi 90 Grad zur Fahrbahn da rüber in diese Abfahrt rein. Also ich verstehe die Ironie völlig so. Also falls so Deutsche, die irgendwelche rechtsradikale Musik da im Auto hören, da kommt so ein dunkelhäutige Familie. Es war halt wirklich so ein winziges Auto, wo gefühlt sieben solche Leute drin sitzen. Das war einfach ein witziges Bild, Mann. Ganz kurz, ich bin um 5 verabredet. Ich würde euch jetzt einfach mal machen lassen. Ja, also wir machen ja eh nicht mehr lange. Gut, alles klar. Grüße an die Fans. Gut. Ja, das war beide. Das. Aber ich glaube, was sehr spannend für die Fans, glaube ich, oder für die Leser ist, wie denn das war mit dem großen Erfolg? Wie mit dem, keine Ahnung, kann ich dir leider nicht sagen. Kann das bei euch eher schleichend oder war das tatsächlich relativ plötzlich? Naja, also der große Erfolg kam halt wirklich, muss man sagen, und das ist halt immer wieder, jede PR ist gute PR. Der große Erfolg hat angefangen mit dem Sexismus-Skandal. Ab da ging es halt echt steil bergauf bis irgendwie 2015. Also 2013 war das ja. Lest euch nach, wir auf der Gamescom waren wir für Giga, ich habe ein paar Sprüche gemacht, die Leute haben nicht gerafft, dass ich das alles nicht ernst meine, dass ich eben genau diesen sexistischen Gamer parodieren möchte, dass ich das einfach nur als Plattform nutze, um schlechte Wortspiele zu machen, die ich ja eh gerne mache. Und das fanden die Journalisten alle aus der ganzen Branche nicht sehr unterhaltsam. Riesenfass aufgemacht, infolgedessen ist David bei Giga rausgeworfen worden, weil er uns das Mikrofon gegeben hat und so weiter und so fort. Und weil ist er auch im Video aufgetaucht ist. Ist er wirklich aufgrund dessen rausgeflogen? Oder war das? Ja,
er hat noch mehrere Sachen danach gemacht, hat halt Leute, die schlecht über ihn geredet haben, so ein Journalist hat er auch noch beleidigt und so. Mhm. Aber im Grunde war es halt das so. Er hat zeitgleich eigentlich eh kündigen wollen, also das ist auch nicht so tragisch. Hat ja auch seine Karriere gekickstartet. Und daraufhin waren wir halt relativ präsent, haben auch geile Videos halt gemacht, ne, ging ab. Und danach, am Ende des Jahres, hatte ich mich halt direkt bei der Millionärswahl beworben, die dann Anfang 2014 war. Es war auch richtig geil. Da war ich dann mit Herodes einmal eine Woche in Köln zur Vorbereitung und dann für die Show noch mal zwei Tage, wo dann gefühlt unser halber Freundeskreis mitkam. Das war auch ziemlich geil. Kamen alle nach Köln, haben wir noch gefeiert. Wir haben es ja leider nicht weitergeschafft, aber die Nacht da in Köln feiern war trotzdem richtig geil. Und ja, das ist so der Part danach. Direkt nach der Millionärswahl haben wir von 80 Abonnenten auf 160.000 oder von 40 auf 80, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall irgendwie verdoppelt. Nee, warte, ich weiß es wieder. Von 80 auf 120 war es, ziemlich sicher. Also war ein krasser Schub so. Und danach kam auch direkt das SpongeBob-Video, was sehr gut ankam. Und das war halt so der Hype, ja. Ne? Und dann 2014 kam auch noch das erfolgreichste Video von uns, das Assassin's Creed in Real Life, da waren wir in Amsterdam. Auch richtig geil, Alter, ich hab einen fucking Kumpel. Wir waren halt drei Leute, Kalle, ich, noch ein Typ, der jetzt eigentlich bei uns nicht so wirklich dabei war, aber trotzdem geiler Typ. So, wir hatten drei Leute und haben halt gesagt, wir haben noch Platz im Auto. Hab abends, wir sind auch früh losgefahren. Früh um 6 frag ich bei Facebook, yo, wir fahren jetzt nach Amsterdam, will spontan jemand mit? So, ein Kumpel von uns meldet sich, yo, ich. Kommt halt quasi gerade aus dem C-Keller vom Feiern, springt in unser Auto, sagt, ey Leute, los geht's nach Amsterdam, aber ich muss noch mal kurz zu Hause was abholen. Wir halten bei ihm, wir denken so, okay, packt jetzt warme Klamotten ein und so. Nee, hat sich noch zwei Wegbier geholt und los ging's nach Amsterdam. Das war richtig geil, auch ein richtig abgefuckter Trip auf jeden Fall. Haben wir auch bei einem Zuschauer gewohnt. Ich glaube, zwei Übernachtungen waren das da. Und da haben wir Assassin's Creed in Real Life gefilmt und bis heute das erfolgreichste Video. Auch danach noch Hitman in Real Life und so. Mhm. Das ging ja auch übelst ab. Das ist, glaube ich, das zweitkrasseste. Dragon Ball war ein bisschen früher, das war 2012. Aber so, das war so die Zeit, wo es am meisten abging. Da gab es irgendwann so, es ging für ein paar Monate, ne, dass es relativ immer bergauf ging und die Videos immer erfolgreicher wurden oder die Klickzahlen immer höher wurden. Da gab es irgendwann einen Punkt, wo das dann wieder abgeflacht ist. Ne? Es gab einen Punkt, wo es mir auch nicht so gut ging. Das habe ich auch mal in einem Video, das ist, glaube ich, auch, bei Of Cringe and Confidence verrate ich das, glaube ich, nicht so sehr, aber ich habe so ein Update mal gemacht, irgendwie, wo es um Depressionen und so. Ne, kann das sein? Oder das war eine Ankündigung, wo du sagst, es geht jetzt Ich sitze da in einem Wald und rede über Depressionen und so, weil es da auch meiner Freundin damals nicht gut ging und so. Und mir persönlich, ne, weiß man ja ein bisschen, dass ich nicht so riechen kann und so, aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch mehr Probleme mit der Lunge. Da nehme ich ja jetzt auch aktiv für sowas morgens und abends. Und habe mich halt einfach irgendwie mit 22 oder so habe ich mich gefühlt wie ein übelst alter Mann oder 23. Ja? Weil du irgendwie keine zwei Schritte laufen konntest, ohne irgendwie, dass die Lunge kollabiert. Und das hat einen übelst runtergezogen. Und aufgrund dessen kam halt auch eine Weile einfach nichts auf YouTube. Und da in dem Zeitpunkt war das auch, wo der Algorithmus so ein bisschen umgestellt wurde, dass wenn du einfach eine Weile nichts machst, dann wird dein Video den Leuten nicht mehr so viel angezeigt. Mhm. Demzufolge klicken weniger Leute auf deine Videos. Dann denkt der Algorithmus wieder, okay, das wollen nicht so viele wissen, zeigen wir noch weniger an. Das war halt so eine Spirale. Deswegen ging es halt dann so ein bisschen bergab. Heute bin ich ja eh auf dem Level, wo es mir egal ist, weitestgehend, weil Patreon-Unterstützung zum Beispiel ist ja unabhängig von Millionen Klicks. Außerdem finde ich es ja gut, dass wir jetzt nie irgendwie das groß ausgeschlachtet haben. Wäre natürlich das Cleverere gewesen, das zu tun. Also, ne, finanziell und Marketing und wirtschaftlich gesehen alles. Aber habe ich ja auch im letzten schon gesagt, im letzten Hörerwunsch, dass das jetzt nicht so meine Ambition ist. Ja, das Wichtigste ist einfach, eine geile Zeit zu haben. Und die hatten wir und haben sie eigentlich auch immer noch. Und jetzt ja auch mit dir hin und wieder mal. Ja. So zum Beispiel auch bei meinem Geburtstag. Das stimmt. Mein Geburtstag ist am 25. Am 26. feiere ich. Werde vielleicht auch einen Livestream wieder machen zu diesem gebürtigen Anlass. Wortwörtlich gebürtigen. Und ihr könnt mich gerne reich beschenken. Sag ich nichts dagegen. Ja, wieder so Big Brother-mäßig irgendwie das sämtliche Räume. Nee, also wenn dann wahrscheinlich wieder nur ein Raum. Ja. Weil ich finde das nicht geil, wenn die Leute sich überall beobachtet fühlen. Es ist geiler, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt hier im Wohnzimmer oder in der Küche, da kann ich machen, was ich will. Aber wenn ich da reingehe, mal da ist halt kratzen, so. Ja, genau. So. Pimmel lüften und so, ja. Schauen wir mal. Ja. Und was noch dazu gehört, und zwar, das haben wir euch auch noch nie erzählt,
wir haben uns erst so richtig kennengelernt, also zum ersten Mal bei diesem Pokémon Go Video, da hast du nämlich gepostet, du brauchst ja. Pokémon-Requisiten. Ja. Und da habe ich dir, glaube ich, angeboten, eine Mütze, also so eine Kappe und ein Gengar-Plüschtier, was ich dir dann überreicht habe auf dem Theaterplatz. Ja. Und da warst du noch sehr distanziert, das weiß ich noch. Da warst du so, oh ja, moin, gut, danke. Ja, also muss ich auch dazu sagen, das war damals auch die Zeit, wo das noch sehr intensiv war, dass die Leute von sich aus gesagt haben, ey, kann ich mal bei euch mitmachen. Ja. Und an sich lade ich ja auch gerne mal Leute ein, ne? Das mit Dion und so, haben wir ja auch durch ein Fantreffen kennengelernt und viele andere eigentlich auch. Aber das Ding ist, wenn dich halt viele fragen, du kannst, nein, also einfach nein, so. Und da willst du schon irgendwie ein distanziertes Verhältnis zu Leuten, wo du vielleicht denkst, die sind jetzt übelst harter Fanboy und ich will unbedingt mal mitmachen und so. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich es nicht übers Herz bringe, Leuten einfach Nein zu sagen. Hm. Ja, aber es ist auch schwer. Du kannst halt nicht, wenn da 10 Leute mitmachen wollen andauernd, und nein, also einfach nein. Ja. Als wenn man eine besondere Qualität mitbringt, die man irgendwie, zum Beispiel habe ich ja mal was mit so einem Parkour-Typen gemacht, Dennis Korra, richtig geiler Typ, der hat unser Super Mario Parkour-Video gemacht. Da konnte ich mich auch mal an der Kamera wieder ein bisschen austoben, das mache ich ja auch ganz gerne, selber filmen. Und der zum Beispiel hat uns angeschrieben, hat gesagt, hier, ich mach Parkour, ich gucke auf sein Instagram-Profil, er hat es halt drauf so und dachte ich, okay, der kann das besser als ich, machen wir mal. Aber wenn du halt einfach irgendein random Typ bist, ich weiß nichts über dich, dann sage ich dir nicht, ja cool, komm, mach doch einfach mal mit. Das ist halt irgendwie, entweder sagst du allen zu oder du sagst keinem zu. Ja. Und ich sag keinem zu entschieden. Genau das habe ich auch gemerkt. Ich dachte mir, okay, ich kann das verstehen so. Er wird jetzt auch von verschiedenen Leuten Angebote bekommen für den Aufruf so, und dann muss er jetzt nicht mit jedem irgendwie Best Buddy sein. Und da habe ich gesagt, na gut, dann ist es halt so, aber ich gebe ihm das gerne. Ich finde die Videos ja cool, so, was er auch macht. Und da habe ich auch was davon, wenn ich dann sagen kann, hier, mein Gengar-Plüschtier war da in dem Video dabei und so. Und dann kam das irgendwann mit, wie war das denn? Dann kannte ich halt, wie gesagt, Jendrik und Herodes und so und Franz. Oder warst du mal mit dabei? Da hast du auch manchmal Hallo gesagt. War das nicht erst Leon Mascher, dass wir uns dann richtig nochmal getroffen hatten? Genau, oder war aber das vorher? Davor war das schon, dass wir uns zumindest nochmal gesehen haben, so moin. Genau. Ja, das du warst ja mit dem Pokémon-Plüschtier so. Und dann hast du nochmal einen Aufruf gemacht, dass du Leon Mascher so ein bisschen pranken möchtest. Und wir sollten einfach nur fragen, ob er nicht der von Nosferatu ist. So, und da habe ich dann gesagt, ja, ich komme vorbei und filme halt mit. Und dann fing das so ein bisschen mehr an. Die Geschichte kennt man ja. Leon Mascher, Eskalation, Tomatenwerferei und so. Hier in Weimar, Atrium. Genau. Großes Ding. Und so fing es dann irgendwie an, dass wir dann immer mehr Kontakt hatten. Da hast du mich auch mal eingeladen, so in die WG zu kommen. Und das war dann immer so ein bisschen mehr. Und dann hast du mich gefragt, ob wir einen Podcast machen wollen. Und da habe ich gesagt, toll. Da ist dir warm in der Buchse geworden. Jetzt kann ich sterben, habe ich gesagt, jetzt geht's aufwärts. Na, das war ja dann, als Herodes weggezogen ist, und das hat ja schon Spaß gemacht, das war jetzt auch nie irgendwie für uns krasses, was weiß ich, ein lukratives Geschäft oder so, das macht ja einfach auch Spaß so. Und dann dachte ich, ja gut, der ist jetzt weg, ich habe eigentlich nicht Bock, das über Skype zu machen, ist schon ein bisschen ranzig. Kann sein, dass die Qualität da in Zukunft besser wird, dass das vielleicht meine Option ist, aber ja. Und ich hatte trotzdem Bock, das weiterzumachen. Da habe ich überlegt, wer fällt mir da ein? Und da dachte ich natürlich sofort an dich. Faszinierend. Und das hörte jetzt den Brennpunkt Internet-Brennpunkt-Hörerwunsch. Ja, das reicht auch erstmal als Exkurs, oder? Also die jüngere Geschichte jetzt in den jüngeren Jahren, die kann man ja auch einfach auf YouTube nachgucken. Ist auch nichts passiert, überhaupt nicht. Gar nichts. Die letzte große Reise war ja Rom. Die ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Da muss mal wieder was kommen. Aber wenn die Sterne günstig stehen, könnte es sein, dass ich in Thailand bin. Und vielleicht nächstes Jahr auf den Philippinen mit Dion zusammen. Und da entsteht hoffentlich auch ein lustiger Schabernack. Da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Auf neues Material. Jetzt haben wir aber schon reichlich überzogen. Ich muss wirklich los, weil meine Mutti wartet auf mich. Wir gehen immer donnerstags einkaufen. Süß. Zusammen, damit wir uns auch mal sehen. Ne? Und jetzt konnten unsere Leserinnen und Leser einen sehr tiefen Eindruck. Das stimmt. Von der Geschichte von Nosferatu erhaschen. Ja. Und auch viele private Geschichten und unprivate Geschichten. Man könnte halt so viel noch erzählen. Ja. Also 50-50, so die Hälfte davon ist halt auch schon wieder, sollte man vielleicht nicht erzählen. Es war schon ein kleiner Step zu sagen, dass sie die Priesterrobe geklaut war, aber es ist halt jetzt wirklich 10 Jahre her, von daher. Da war noch ein anderes Kostüm. Wenn ich das jetzt verraten würde, wüsste jeder sofort, welche Einrichtung das war, wenn ich sage, welches Kostüm, ne? Aber hätten wir das mitgenommen, alter Schwede, das wäre auch richtig geil geworden. Sag ich, wenn der Scheiß ja vorbei ist. Also Alex, ich hoffe, das reicht dir erstmal. Das war ein querer Exkurs, einmal quer durch die Geschichte. Wenn du noch Fragen hast, dann frag gerne. Vielleicht
willst du auch noch eine zweite Folge davon oder was weiß ich. Aber kurze Fragen beantworte ich natürlich auch gerne in den Kommentaren bei YouTube. Ansonsten höre ich die Musik gerade im Hintergrund. Genau, ist ja auch schön. Ihr könnt uns kaufen für 20 Euro ja, über jedes Thema. 20 Euro jedes Thema? Das ist ja der Hammer. Wirklich jedes Thema. Don't matter what. Ja, alles. Wow. Vorzugsweise vielleicht nicht ein Thema, was wir schon mal hatten, aber von mir aus auch das. Auch das, Hauptsache das ja. Geld fließt. Genau. Denn ich habe in der Vergangenheit so schlecht irgendwie Clickbait und so betrieben, dass ich jetzt auf Geld von den Zuschauern angewiesen bin. Tut mir leid, ich habe es versaut mit meinen Idealen. Und jetzt bin ich zum Bettler geworden. Dumm, einfach dumm. Einfach dumm. Na gut, es war schön mit euch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.